Wir stehen jetzt hinten am Feld. Wir haben Samstag, den 18. April. Und ja, das letzte Video ist ja quasi heute gekommen, am Samstag. Ja, und ich habe mir heute gedacht, ich möchte jetzt den Striegel, oder bis jetzt auch die Netzadern mal ausprobieren. Ich möchte jetzt sehen, wie es arbeitet, wie es funktioniert. Und habe jetzt die Wiesen unten einmal angeschlaft. Also, wo das Moosarch ist. Hat wunderbar funktioniert, hat einen ganzen Haufen Moos rausgerissen. Optimal, gefällt mir. So, dann bin ich heimgefahren, weil mir die Einstellung nicht ganz gepasst hat. Dann habe ich schon gemerkt, hast du was falsch zusammengebaut? Ja, bist ja auch blöd. Die Ketten, die wo da in der Mitte drin ist, da und da, das ist ja eigentlich bloß eine Transportketten, dass das Netz dann ein wenig hochgezogen ist, wenn du auf Straße fährst. Wenn du die aber ablässt, dann musst du es rausmachen, dass die richtig satt auf dem Boden auflegt, weil sonst musst du so weit runter, dass quasi der Rahmen auf dem Boden auflegt. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Ach ja, da sehe ich gerade schon wieder einer außen. Ja, auf jeden Fall, das dann jetzt gleich einmal behoben. Dann hat es deutlich besser noch funktioniert und deutlich angenehmer, schöner. Hat mir gefallen. So, das ist besser. Jo. Ja, und dann habe ich mir gedacht, nur gut, wenn es ja jetzt zusammengebaut ist, dann möchtest du ja mal sehen, ob es ja überhaupt funktioniert, so wie du es dir vorstellst. Ich habe ja im letzten Video schon gesagt, meinen Misthaufen, den mache ich jetzt wieder dort noch, wo er schon mal war. Oder fast dort noch, nicht an dieselbe Stelle natürlich. Ich habe ja im Herbst den Mist da komplett gar weg. Und seitdem ist ja keiner mehr hergekommen. Und ich zeige euch einmal die Flächen, wie die jetzt ausschaut. Schaut noch schlimmer aus. Das, was ihr jetzt seht, das ist aber kein Mist, sondern das ist mehr oder minder schon Humus und Erden. Nur, ich kriege das Ganze auch noch nicht bratgezogen. Das ist mein Problem. Da stehen wir auf meinen alten Misthaufen. Da war er. Das ist der Rest, den wo ich da verteilt habe. Das ist eigentlich Humus. Das ist kein Mist mehr in dem Sinn. Das ist ein schöner Humus. Aber da habe ich schon probiert, einmal reinzufahren. Ja. Du bist immer noch sauwach drunter. Ich möchte es da, wenn es trocken genug ist, einmal mit der großen Aden, also mit der Aden, die richtigen Ecken abziehen. Und zwar von da aus so rüber, dass das ein wenig plattgezogen wird. Der Vater, der wollte mit dem Fluch auch durch. Der hat es dann bleiben lassen. Ich habe es dann wieder ein wenig bratgezogen mit dem Rechen. Also, Agen hast du das auch nicht braun, das ist richtig wach, butterwach, der Boden. Und da ist auch ein Rohr drin. Und dann haben wir gesagt, na, bevor man jetzt das Rohr dann kaputt macht, dann tun wir es erst einmal liegen lassen. Und dann mit dem leichtesten Bulldog, mit der Aden hinten dran, einmal abziehen, dass noch ein wenig fein gekrümelt wird. Und dann im Herbst wollen wir mal schauen, dass wir es mit rumgebrochen kriegen. Also wie gesagt, das war einmal die Fläche, wo der Misthaufen war. Das ist aber kein Mist mehr. Also, wie gesagt, mit Mist hat das nicht mehr wirklich was zu tun. Es ist noch leichter Strohanteil, beziehungsweise so, ja, das ist Holz. Holz ist mit drin, auch da ist noch ein wenig Stroh, okay, das könnte noch ein wenig Mist gewesen sein. Aber es ist, wie gesagt, das ist seit dem Herbst ist da nichts mehr gelochert gewesen. Haben wir es ja aufgehört. Und das zeigt, es zerfällt richtig, also das ist richtig bröselig. Das riecht wie Humus. Trockener Humus. Da kann man auch ein wenig tiefer buddeln. Da hat man dann auch noch Würmer. Da ist der Boden schon wieder ein wenig feuchter. Also der Boden ist voll Lehm. Nicht, dass da jetzt auch nicht mehr an, da ist nichts mehr drin. Und wenn man ein wenig schaut, da sind noch ein Haufen Würmer drin. Und da ist auch noch richtig nass. Das riecht wie ja, Blumenerden oder so Torferden oder sowas. Das ist ein ganz frischer Geruch. Das hat, wie gesagt, nichts mehr mit Mist gemein. Also, wer da meint, das ist noch Mist da hinten. Nichts mehr. Das da ist Mist, ja. Okay, ja, das ist wieder Obst und Zeug dabei. Ich habe den Haufen jetzt wieder da drunter. Ich habe mich entschlossen, ich mache jetzt wieder da einen Haufen. Und zwar ist der Grund ganz einfach, dass ich das entschlossen habe. Ich habe letztes Jahr alles sehr bekannt auf die Mistplatten gefahren. Das ist eine Scheißfahrerei gewesen. Wirklich war Scheißfahrerei. Hat mich unheimlich aufgeregt. Und nachdem es
ja, das Jahr schon wieder relativ trocken losgeht. Da haben auch die Hecken sowieso immer wenig wächst. Gerade an der Stelle da habe ich mich entschieden, ich haue jetzt meinen Mist wieder da her. Aber wenn versetzt von dem alten Haufen weg, dann kommen auch keine ins Barbissen, von wegen ich die da immer auf derselben Stelle. Ja, haben wir vielleicht einmal gemacht, ja, machen wir nicht mehr. Und ja, bis in Herbst war dann hoffentlich, wie gesagt, der Container fertig sah und dann hat sich das eh erledigt. Dann lache ich nämlich jetzt den Mist, den ich jetzt aktuell habe, das Festmistmaterial da. Das kann ich immer wieder mit dem Radlader ein bisschen aufschieben an schönen Haufen. Wenn es jemand will, kann ich es auch abdecken, wenn es unbedingt sein muss. Dann war ein Planer oder was drüber geschmissen, dann hat es auch ein End. Aber spätestens wenn die austreiben, dann habe ich da das größte Dach drüber, was du dir vorstellen kannst. Da kommt eh kein Wasser an. Und bis zum Winter habe ich es weg, wo dann eigentlich die großen Niederschläge kommen könnten, dass das Zeug aussifft. Und im Sommer, ja, wie gesagt, also mache ich mir dann weniger Gedanken. Es ist nicht die perfekte Lacherung. Ja, es heißt, man muss auch fest bis Lacherung am Hof haben. Und die ist ja in Arbeit. Das ist der Container, wenn einmal das nötige Kleingeld da ist für den Buden. Da hat es ja schon geheißen, naja, ob das mit dem Container so eine gute Idee war, ob ich mir da einen Gefallen gemacht habe. Das Ding, das war da recht teuer gekommen. Ja, kostet mich mit Sicherheit ein wenig Geld. Ich schätze für den Buden an Tausende, vielleicht 1500 Euro wäre ich noch Löhner. Wird es mich kosten, Schutzgas und das Ding dann aufstellen und der Stelle, wo ich es will, kostet mit Sicherheit alles Geld. Aber ich denke, wenn ich dann insgesamt bei 2000 bis 3000 Euro bin, so rund, dann ja, passt es auch. Weil ich habe, wie gesagt, mich erkundigt gehabt. Ich wollte ja eigentlich ja Mistplatten unten bauen, richtig Platten, Betonplatten gießen, Mäuerle außenrum und da mal ein Mist lachen. Aber fragt nicht die Kosten, also wie gesagt, ja, so grob überschlagen mit Dächler drüber, weil ich kein Grum will, wären wir bei knapp 40.000 Euro gewesen. Und selbst wenn jetzt mein Container 4.000 Euro kostet, das ist immer noch 10-mal weniger wie so ein scheiß Mistplatten. Weil die braucht dann Spezialbeton, es muss Armierungseisen rein, das Ganze muss wasserundurchlässig sein, die Stahl außenrum müssen auch wasserundurchlässig sein, die gibt's. Da habe ich schon mal welche auf eBay entdeckt gehabt, der verkauft die erst da, so eine Firma. Die verlangen für einen solchen Klotz 70 Euro. Ja, wenn man das Maß vom Ding kennt, da hätte ich so an die ja, 150 oder 200 Star gebraucht. Ja, la, das. Nee. 1500 Star hätte ich gebraucht. Sorry. 1500 Stahl hätte ich gebraucht. So. Ja, also wie gesagt, das ist. Nein, selbst wenn wir da ein wenig rumrechnen und rumdoktert, also unter 10.000 Euro, sag ich einmal, baust du keine Mistplatten nicht. Zumindest nicht vorschriftskonform, dass sich die von Cross Compliance da nicht aufregen oder sonst was. Von daher habe ich gesagt, nein, Schnauze voll. Dann wird jetzt dann der Container hergerichtet. Hier kommt man auf jeden Fall günstiger und kommt dann vorne am Hof noch. Und dann kommen wir gar nicht mehr ins Barbissen. Und wenn der Container voll ist und wirklich einmal ein Problem wäre, ich darf 6 Monate um Feld lachen, das ist erlaubt, das geht. Und dann war das so gemacht, dann kommt halt wieder ein Zusatzhaufen irgendwo ins Feld, weil draußen in Betzbeich auf das Feld, wenn ich das nächste einmal streue, da war ich wahrscheinlich entweder mit dem Kipper oder mit der Lore oder sonst was, weil ich den Mies dann auskutschen und lieber da. Gehst du weiter? Und werde den Mies lieber da draußen laden. Weil daheim laden und dann ausfahren, beziehungsweise bei meinem Bekannten laden und dann ausfahren, da darfst du von den Mistreuer so beschissen sauber machen, nach jeder Fuhre darfst du das Ding putzen, nachher laden darfst du das Ding wieder ein wenig sauber machen, weil es runtergebröselt hat, darfst du das Zeug brat ziehen, dann fährst du wieder raus, dann tust du Streuer dauert 5 Minuten und dann tust du wieder eine Viertelstunde sauber machen. Das frisst so unheimlich Zeit, deswegen auch Feldhaufen hat schon seine Daseinsberechtigung. Und wie gesagt, wenn ich denn dann ausfahre, ja, der liegt ja dann nicht das ganze Jahr da draußen, sondern meinetwegen hier einen Monat, zwei Monate, drei Monate, vielleicht sowas in den Dreh. Wenn überhaupt. Und von daher, da langt mir mein Container auf jeden Fall dicke, da mache ich mir keine Gedanken. Ja, bloß, dass du Bescheid wisst, also das da, das wird noch ein wenig eingeimt. Kommt dann alles noch ein wenig vor, weil ihr seht schon, da ist jetzt in der Mitte noch ein wenig ein Buckel drin. Der soll noch ein wenig nach vorne gezogen werden, da vorne wird dann noch ein wenig Erden aufgeschüttet, da habe ich nämlich noch schöne Erden. Das Ganze einmal durchgefräst dann noch. Und dann ja, kann nächstes Jahr da wieder mit reingesät werden.
Mal schauen, was wir sehen. Ja, aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ewig gelang gelabert über Mist und Lacherung und bla 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 bla, das haben wir immer wieder und immer wieder und immer wieder, das nervt irgendwann. Was anders, ich habe jetzt die Netze irgendwo ausprobiert. Ohne die Hegen, also die raus, dass er satt auf dem Boden aufliegt. Und das ist das Ergebnis. Gut, ich bin da schon wieder drüber gefahren, ja, weil ich rumrangiert habe. Ich habe das Ding ja gekauft, um in der Gaschen bzw. im Horben dann das Unkraut ein wenig niederzuhalten. So, jetzt habe ich, nachdem ich ja meinen Misthaufen da habe und dann da nicht durchfahren kann, sondern da so schräg rein muss, habe ich mir gedacht, naja gut, nimmst die oberste Bahn, probierst das einmal bis zum Misthaufen nach. Wenn du das ausreißt, ist nicht schlimm, das fährst du sowieso übers Jahr platt. Das sind ja 2,60 Meter Breiten jetzt, oder? Bis da rüber. Da macht man kein Drama drum. Das hat er vorher gesagt, vor deinem Haufen da nieder, was da oben wächst, das ist eh immer nicht viel. Da kommt eh immer nicht viel hoch an der Stelle. Und jetzt habe ich, ja, den Zipfel da habe ich jetzt mit, weil ich fahre mit dem Hängen nochmal schräg da rein und schräg da nieder. Aber jetzt habe ich von vorne angefangen und ihr seht, die Gaschen steht noch. Ich habe es auch nicht ausgerissen. Das war nämlich das, was ich probieren wollte und das funktioniert. Das ist schön. Die Aden ist drüber, die Zinken sind ein Buden rein, das sieht man ja da. Das ist auch viel zu früh jetzt im Endeffekt dafür. Das müssen wir noch ein wenig hin, weil ich habe ja noch gar kein Unkraut drin, wenn man so schaut. Das ist jetzt, was aufläuft, ist ja jetzt aktuell nur Gaschen. Okay, fast. Das ist, glaube ich, gar noch. Aber der Rest, na, da ist auch noch was, was da nicht reingehört. Das hat eigentlich auch nichts dahin verloren. Das ist auch kein Gaschen. Aber ich sage mal so, im Großen und Ganzen ist es ja noch sauber und ich will es ja erst einmal ein wenig auflaufen lassen. Ich habe jetzt meinen Versuch gemacht, bin da durchgefahren. Da haben die Zinken gegriffen, da haben die Zinken, da überall so ein bisschen lang. Und da sind sie an der Gasten vorbei. Okay, typischer Vorführeffekt. Ja, genau, typischer Vorführeffekt. Nehmen wir unser anderes Beispiel. Das ist jetzt natürlich eine Stelle, wo ich dann x-mal drüber gefahren bin. Da ist er an der Gasten vorbei. Und es steckt noch richtig fest im Boden. Dose vorbei, Dose vorbei, ist noch fest im Boden. Da, da, die ist bloß auf Seiten geklappt, ist ein bisschen lang mit Verschüttung und ist aber noch verwurzelt, ist nicht ausgerissen. Wie gesagt, der erste war jetzt natürlich wieder der typische Vorführeffekt, das ist klar, das ist immer so. Wie ihr seht schon, die ist nicht ausgerissen, nicht lose oder was. Und das war jetzt, wie gesagt, nur ein Versuch. Das ist vom Stadion auch viel zu früh. Das müsste man normalerweise machen, wenn es einmal geregnet hat. Wenn dann auch das Unkraut zu langsam ob es sich hier kommt und wenn die Gaschen einmal richtig da steht. Dass man so sieht, dann möchte ich genau so durchfahren. Natürlich die Ketten rausgemacht in der Mitte. Und möchte das ganze Unkraut noch einmal ein wenig lösen. Weil das hat funktioniert. Voilà. Sieht man da überhaupt was? Da waren vorhin auch so kleine Pflänzler drin. Ne, die ist eh verdruckend. Seht ihr schon, da fällt das Wasser. Knochentrocken das Ding. Ja, da waren auf jeden Fall auch so kleine Helmler drin, die sind mit raus. Wenn man es im richtigen Stadion erwischt, ist überhaupt kein Problem. Da bin ich auch x-mal drüber gefahren jetzt mit dem Reifen. Aber wenn man da einmal durchfährt, ich denke, da kann man schon ganz gut was bewirken. Kaputt machen werde ich wahrscheinlich nichts, beziehungsweise das werde ich jetzt dann sehen. Gut, ohne Regen wird es jetzt wahrscheinlich dann trotzdem kaputt gehen. Aber es ist einmal ein Versuch wert. Ich will jetzt sehen, auf der Stelle, oder das ist ein schönes Versuchsstück, wo ich es probieren kann. Da ist es nicht schlimm. Schauen wir mal, wie es sich jetzt wieder derrabbelt oder ob es jetzt kaputt geht. Wenn es sich derrabbelt und es hat einmal geregnet und es kommt noch mehr Unkraut, dann werden wir noch einmal durchfahren und dann schauen wir mal, ob wir das Ganze nicht vielleicht klar halten können. Ja, so ist der Plan. Jetzt habe ich einen Haufen gelabert. Aber zeigen wollte ich es euch trotzdem einmal. Weil wie soll es sonst funktionieren? Ja, ich habe die Kamera nicht angehabt zum Erben, aber wie hier denn 5 Meter da. Denke ich, ist gut. So, mittlerweile haben wir Sonntag und ich habe heute
Schnell haben wir den Schlauch gewechselt und den Schulmüll. Ich habe die ganze Zeit schon gesagt, das ist nicht mehr normal so. Die sollten mir so viel hinten aus. Ja, der alte Schlauch, der war ja da hinten der Dolporöse und hat da überall rausgesifft, rausgespritzt, den haben wir runtergemacht. Und in der alten Bulldog-Garage, da haben wir noch einen schönen Bulldog-Schlauch gehängt. Das ist schön, Löcher hat er gehabt, der war eigentlich bloß dran, früher für den Kram, für den Karl 300. Dass wenn der U-Bahn reingefahren ist, dass er von einem Bulldog nicht zusammengefahren hat, sondern nur auf den Schlauch drauf gefahren, ein wenig abgefedert. Und da haben wir jetzt aus dem Schlauch einen Strom rausgeschnitten und dann habe ich jetzt da drauf gemacht und mit einem Kabelbinder ein wenig fixiert, dass das Ganze hält. Der ist bloß drüber gesteckt, der ist gar nicht reingeschraubt. Ja, dann schauen wir mal, ob es geht. Ich habe ihn jetzt extra so lang gelassen, dass es schön ins Fass reingeht. Und den Deckel klappen wir einfach so hoch. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze auch funktioniert. Bin gespannt. Jetzt müsste es gehen. Endlich läuft es auch so, wie es soll. Es saut jetzt nichts mehr neben aus. Genauso wie mir es vorgestellt, dass es eben alles schön direkt in die Tonne reingeht und nicht alles daneben verteilt ist, weil das ist ja nicht ganz Sinn und Zweck. Das soll es ja nicht sein. Ja, ich habe es am Anfang ein wenig weit aufgemacht, deswegen jetzt haben wir die Drehzahl runter. Man muss da schnell handeln, muss da wieder ein wenig zumachen, dann geht die Drehzahl wieder auf. Ich tue ja schruten, dass es möglichst fein wird, was ihr gesehen habt. An dem, was ich in der Schaufel gehabt habe, das sind ein Haufen Spitzenanteile, die kriegst du halt nicht ganz klar. Das ist aber nicht schlimm, ich tue die auch nicht aussieben oder was. Das war das sowieso alles dann im Wasser eingewacht und das fressen die Schweine mit. Ballaststoffe, die haben wir so, ne? Schoten tut es ihnen jedenfalls nicht, also drehen sie auch mit. Und ja, lassen wir es einmal jetzt da reinlaufen. Das funktioniert ja im Endeffekt von ganz allein, brauche ich nicht viel machen. Oben habe ich aufgefüllt. Das waren jetzt, weil ich einen Haufen Haben übrig habe, zwei so Thermaline-Arme mit Haben, eine mit Was und ein Dreiviertel mit Gerschen. Schauen wir mal, ob es was wird. So, jetzt sind wir oben hier. Ah, da gehört ein Fett drauf. Und so schaut es von oben her aus. Das ist gerade drin in dem Einzeltrichter. Und da sieht man, wie langsam das ist runterläuft. Der ist halt bloß ein Schrutmüll und kein Hammermüll. Ein Hammermüll geht ein wenig schneller. Aber es läuft. Und das ist das Wichtigste. Wir müssen ja nicht ohne was für einen Rekord unterbrechen. Es muss ja bloß alles reinlaufen. Und wenn es dann fertig geschrutet ist, haben wir ein gescheites Futter für die Viecher. Wie gesagt, heute darf ja danach nichts daneben liegen. Es muss ja nochmal alles drin sein. Und dann geht es ja passen. Ja, da oben das Fenster habe ich immer noch nicht repariert. Ich war schon, gehört immer noch gemacht. Kommt auch noch.
Und den Ofenrundgang habe ich auch nicht vergessen, wird auch noch gemacht. Und wir haben eine schöne Idee gehabt, das kann ich euch später vielleicht noch zeigen. Bei meiner Äpfel heuer weiß ich auch nicht schlafen. Der Keller drüben, der ist zu warm. Und wir haben aber noch einen Keller auf dem Hof. Und der ist kälter wie der Äpfelkeller, wo sie jetzt drin sind. Ich glaube, überlegen, ob ich die Äpfel dann in den Keller tue. Ah, mal schauen. Aber den muss ich erst ein wenig sauber machen und dann müssen wir die Decken eventuell ein wenig abstützen. Weil die senkt sich auch ein wenig. Ah, mal gucken. Jo. Besser habe ich noch nichts weiter drauf. Was? Gerschen haben. Muss ich auch noch machen. Der Sock, der unten in der Halle noch ist, das Big Bag, das geht noch wieder rauf. Und dann ist alles aufgerammt. Naja. So, die Schrotmüll ist schön, die kannst du alle laufen lassen, brauchst nicht groß aufpassen. Ich meine, ich gehe jetzt nicht da weg und lasse jetzt eine Stunde auf vor sich hinlaufen, sondern ich bleibe im Stall. Da habe ich so ein wenig im Gehör, ob alles gut ist. Weil wenn da doch der Hebel hinten einmal, der Verstellhebel ein wenig runterrutscht und die blockiert dann, der Riemer läuft quasi nicht mehr weiter, aber der Motor dreht weiter, dann war der Riemer Haas. Macht man nicht. Aber solange ich da in der Nähe bin, ist ja alles gut, dann passt es. Ja, wie gesagt, da läuft jetzt fleißig rein. Das dauert halt jetzt seit Zeit. Schnell geht das nicht und eilig rum darf man es auch nicht. Da dafür gebe ich jetzt die Hammermühlen. Aber sowas habe ich nicht. Könnte man sich kaufen, aber ich habe Zeit. Es pressiert nicht. Die Schrotmühle geht genauso. Ja Leute, wie ihr hört im Hintergrund, die Schrotmühle läuft immer noch. Und ich habe gesagt, ich habe Zeit, es pressiert mir ja nicht, ich kann ja so lange laufen, wie es am Hoch. Ja, ich habe in der Zwischenzeit einmal meinen Stall fertig gemacht, in eine zusammengekratzt, den Mist gleich mit raus. Bloß jetzt gerade die Wasserkübel voll. Ja, in der Zwischenzeit kann man wunderbar noch was anderes erben. Da brauche ich ja nicht blöd dastehen und blöd zugucken, sondern kann ja in der Zeit auch was da. Wie gesagt, das Stall fertig machen bietet sich ja auch. Also, ich muss keine Hammermühle nicht holen. Jetzt fällt gleich mal Schlauch raus, wie es ausschaut. Zaun ist aus, deswegen kann ich da durch. Ja, wie gesagt, es ist ja nicht schlimm für mich, wenn ich jetzt da hergehe und du da schnell meinen Stall dabei machen und auf das Ding warten. Wenn eine halbe Stunde dauert, dauert es eine halbe Stunde. Wenn eine Dreiviertelstunde dauert, dauert es eine Dreiviertelstunde, bis ich die Ladung durchgelassen habe. Aktuell sind es, glaube ich, 25 Minuten. Muss er läuft. So. So ja, um es zu, ist doch wurscht. Das ist in Ordnung. So viel Zeit werden wir schon mal aufbringen können. Deswegen lege ich mir sowas dann aufs Wochenende, wo ich auch wirklich Zeit habe. Und nicht unter der Woche, wo es eh schon immer knapp ist. Weil das ist ja Quatsch. Ich hätte gleich drinnen bleiben können, ich muss ja eh gleich umstecken. Wie gesagt, man darf halt bloß nicht blöd sein, man muss sich zu helfen wissen. Und die radelt vor sich hin und noch ein wenig was drin. Ich werde gleich noch meine Arme für die Schweine holen. Aber vielleicht doch mal erst einmal den Schlauch umstecken. Ich gehe so gern durch den Zaun durch, deswegen mache ich das. Ja, ja. Die Adele steht auch da rum. Mampft. Gerade hier heimgerichtet. Ja, Adele! Ja, die Heuraufen da beansprucht es gerade für sich. Die anderen können auch drin auffressen. Naja, die Hunde sind auch mit da. Ein Willi! Oh, eine Lecker! Boah, und das stinkt! Dünnpfiff! Da haben wir gefressen. Ey, die Sau! Naja, wie gesagt, da füllen wir jetzt die Wasserkübel gleich mit auf. Dann holen wir gleich den Arme für die Säue. Und den Schrub für morgen rein. Dann ist das auch gleich mitgemacht. Ja, und falls da mal eine Frage tut. Da muss das nicht umständlich immer mit dem Schlauch auffüllen. Ja klar. Mit einer Automatik-Tränke wäre auch schön, aber dann brauche ich beheizte Rohre. Und. Oh, läuft noch. Radet noch, kommt noch. Reili! Willi! Seid ihr denn schon wieder? Bühne Eichen. Gell, Fetti? Ja, dann passt das normalerweise auch. Wo ich meine Arme vorhin hochgestellt. Use.
Da ist mein Schrotarme. Ja, der schaut schlimm aus, aber Gruß sauber machen, wie ich schon mal gesagt, bringt nichts. War da mal mit Wasser ein wenig ausgefleit. Aber den jeden Tag sauber machen, das ist quasi der totale Quatsch. Wie gesagt, zu früh durch das Schrot die Viecher geben und so abends kommt dann frisches gemahlenes Material rein und wird wieder eingewacht. Wenn ich da jeden Tag den Arme sauber mache, ja. Also Keime und Bakterien können sich da eigentlich gar nicht aussetzen. Bevor ich jetzt reingehe, das ist wie beim Käse auch. Mein Käse tue ich jetzt alle zwei Tage wenden und solzen. Ist dasselbe Spiel. Wenn das immer wieder benutzt wird, beziehungsweise immer wieder was da kommt, hält sich das ewig und der Käse kann eigentlich auch ewig laufen. Ich will nicht kaputt. So, füllen wir mal gleich auf. Vier kommt, das war zu wenig. Achtung, laut! Ah, da geht auch Öl drauf. Ah, und heute habe ich es, glaube ich, ein wenig übertrieben. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben da unsere Arme. Da nehmen wir halt an mit Runde. Und füllen es da rein. Dann passt das auch wieder. Montag, 20.04. Und ich habe gestern am Sonntag noch gesagt, ich zeige euch einmal den Keller, wo ich gemacht habe. Und da innen, da ist auch eine Blutzen dahinter. Wer jetzt fragt, was ist denn bitte Glutzen? Andere sagen Glucken, bei uns heißt es halt Glutzhenner. So, die Henner hockt da. Seht ihr so? Die Lady mit ihrer Eier. Und der Keller, den ich gemacht habe, der ist prädestiniert dafür. Der ist ja optimal für Erbsen. Das ist leider recht dunkel hier, weil das Fenster ist erstens einmal rausgefallen, kaputt. Das muss ich wieder neu machen und neue Scheiben neu machen. Und zweitens einmal steht da Holzregal davor, das sieht man nichts. So, und die Lampen, die da unten ist, da. Ja, die gehört ausgetauscht, die ist scheinbar kaputt, die hat auch nicht durchgeschmissen. Nein, nicht einmal. Okay, braucht bloß ein neuer Band wahrscheinlich.
Und eine neue Zuleitung nachziehen, weil die da ist mit Sicherheit im Arsch. Und dann sollte das wieder gehen. So, jetzt aber mal zum Keller selber. Das ist ein richtig schöner alter Gewölbekeller. Der ist angenehm kühl. Und los! Schwerer Eisenträger drin. Da oben drüber ist das steile Loch von unserer Smart. Oder vom, die Smart von meiner Leit. So richtig schön mit Gewölbe da gemacht, das Ganze. Ja, Willi, ist gut. Immer zwischen die Stahlträger, die unter Decken sind. Das ist massiv. Ja, die sind unkorrodiert, das ist klar. Aber es ist trotzdem noch richtig massiv. Gesetzt hat sich das Ganze halt über die Uhr. Die Wandlöcher, die sind halt, ja. Und da ist die Wände natürlich in Mitleidenschaft gezogen. Das gehört einmal neu verputzt. Aber dann passt das auch wieder. Ja, es ist uns sicher schöner Keller. Deckenhöhe ist immer ganz angenehm, rennt sie nicht gleich die Platten an. Haha! Mit meiner 1,93 Meter Höhe. Schlimm. Und das Beste ist, ihr seht, da ist schon abgeteilt. Eine Box, zwei Boxen und da hinten noch irgendwas. Ja, ich konnte super perfekt, wenn ich sauber gemacht habe, meine Äpfel reinschütten. Null Problem, da sind sogar noch so Bohlen. Da und da, die man voller reinzwicken kann. Also das ist mehr als perfekt. Da kann ich dann meine Äpfel schön runter da. Wenn ich mir noch eine Abteilung dazwischen rein mache zum Beispiel, dann kann ich die festkochenden hinten, mehlig kochenden vorne, da oder die Bamberchen zum Beispiel und da oder hüben dann die Futterrüben, die ich mit anbauen möchte. Da habe ich das alles unten, da fühlt sich das an. Wie gesagt, sauber gemacht, okay, das ist halt direkt drängend. Strom geht wieder runter, dass man wieder Licht hat. Und dann wird es ein Top-Keller. Wie gesagt, besser als du kannst doch gar nicht sagen. Schön mit Holzbretter unten drunter, dass die Äpfel nicht direkt auf dem Stahlboden liegen. Schön kühl. Wie gesagt, ein neues Fenster rein, dann ziehe ich da die Wärme nicht rein von draußen im Sommer. Weil der Keller der Hunde, der bleibt das ganze Jahr richtig schön kalt. Oben hier in dem Keller habe ich immer das Problem, da fangen die Äpfel jetzt dann um die Jahreszeit gewaltig das Austreiben an. Also geht schon meistens so Mitte März los. Und ja, ich hätte gerne natürlich meine Äpfel noch ein bisschen länger und nicht jetzt schon zum Wegschmeißen, aber ist halt so. Ja, früher war es einmal Getränkelager da unten. Da stehen auch noch die Fässer. Ja, dreimal darf man raten, was in die Fässer drin war, ne? Bier statt Kulmbach, also ich suche jetzt nichts weiter dazu. Ja, und da hinten hat sich die Henna angeguckt zum Glucken. Ja, schauen wir halt einmal. Ja, wie gesagt, die Bohlen, die da hinten liegen, alle als Abteilungen gedacht. Da kommen dann Wunderbohr da hinten noch abtrennen, da hinten die Wände noch abtrennen. Zum Befüllen sind da oder die ja Eingießlöcher, da kommen das Zeug runterhauen. Das geht ja quasi, das Brett steht oben davor. Da hinter dem Brett, da steht der Tipper. Also, das ist genau dann oben her, wo die Löcher seitlich drin sind. Die mache ich zu, dann kommt da ein Karazzo nichts runter. Die Tür da oder, ja, wie gesagt, geht halt alles einmal wegen überarbeitet, geht alles einmal wegen neu gemacht. Die fällt halt auch schon halb auseinander. Aber gut, wie alt ist das Zeug? Ich suche halt der ganze Stottel da 250 Jahre. Und der Keller da oder ist was mit von den ersten Teilen. Also, da kann man schon mal was dran machen. Da unten fällt auch die Stahl. Gehört wieder neu gemauert. Dass das wieder zu ist, dass das wieder ordentlich ist und dann passt das schon. Aber, ja, solcher Schätze wie den Keller haben wir noch. Also mit der Taschenlampe sieht man es gar nicht. Der, wenn sauber ist, dann schaut er richtig gut aus. Ein Staubsauger mit runter, und die ganzen Spinner mit dem raussaugen, so wie ich es oben im Getragboden gemacht habe. Und dann soll ich das wieder tipptopp ausschauen, dann gibt es da nichts. Ja, wenn dann noch ein wenig neu putzen, dann muss ich schön Kolben unten. Dass man da alles schön strahlend weiß ist, dann sieht man auch noch mehr. Dann langt nämlich das Restlicht von draußen noch besser aus. Und dann, ich habe jetzt bis zum Herbst Zeit, bis die Äpfel dann einmal, die müssen auch schon mal gesteckt werden und dann bis er rauskommen. Also von daher optimal. Gut, jetzt verlassen wir die da einmal. Sonst frisst sie mich nämlich noch. Ich will sie auch nicht zu euch eichen. Ah, hier hat es auch schon wieder daneben liegen. Vielleicht hat sie es auch aussortiert, quasi.
schauen wir mal, ob es halt das Jahr was durchbringt. Letztes Jahr war es auch um den Hundszwinger. Und um den Hundszwinger war das Problem. Da hat es eine Reihe runtergelegt und wenn sie dann am aufgestanden ist. Also an der Tür gehört auf alle Fälle was gemacht, die kriegen wir schwer. Und um den Hundszwinger, wenn sie dann aufgestanden ist, hat was gefressen, dann sind die anderen runtergegangen, haben da auch Eier runtergelegt. War für uns scheiße, weil unsere ganzen Eier dann um den Hundszwinger zu holen waren. Und für die natürlich scheiße, dann war einer hin drauf geguckt, dann hat es nicht mehr weitergebrüht. Und da waren tatsächlich ein paar dabei, die wären beinahe was gewonnen, aber wie gesagt, nur beinahe. Naja, so viel auf aller Fälle zu dem Keller, der sich da unter dem Stadel befindet. Ja, da ist die Sandstaumauer und da unten ist der Keller drinnen. Optimal. Tja. Willi! Und die Flaschen hat ein bisschen Wasser abgerichtet, 5 Liter haben wir gehabt am Wochenende. Ja, besser wie nix. Besser wie nix. Schauen wir mal. Achso, ich habe ja noch gesagt, ich habe Äpfel und die Rüben gekauft. Und ich wollte euch ja eigentlich noch zeigen, was es eigentlich kostet. Und weil ich den Kassenzettel gerade gefunden habe, der ist nämlich in der Hosen drin. Da habt ihr es. Pflanzkartoffeln Lilly, das waren 2 Zentner. 92,60 Euro. Pflanzkartoffel Annabelle, 129,80 €, das waren 2,5 Zentner. Und Futterrübe Brigadier. 9,40 Euro. Ja. Auf aller Fälle hat es das gekostet. Weil ich ja auch immer mal gefragt war und da habe ich mir jetzt gedacht, wenn ich einen Zettel schon habe, dann kann ich das ja sagen. So, so viel da dazu. Ja, windig ist halt wie Sau, irgendwie jetzt mittlerweile recht frisch. Brr, buschig. Nicht schön. Ja, mit meinen Netzecken. Die habe ich ausprobiert. Ich habe es für gut befunden. Ich habe mir jetzt schon überlegt, ich denke die Netzecken, da war ich gucken, dass ich noch Möglichkeit haben wir noch 2 oder vielleicht sogar 4 Netze herkriege. Möglichst gute Netze natürlich und nicht schon runtergerannt bis zum geht nicht mehr. Weil die ich jetzt drin habe, sind ja top. Und eventuell, also wenn sich da was Passendes findet, dann war das ganze Teil noch ein bisschen verbreitert. Und dann kann ich das Ding als Striegel im Getrar nutzen. Ja, das ist quasi das Ziel. Muss mal schauen, ob der Rahmen, ob die Konstruktion das aushält, eine Verbreiterung. Ich hätte auch eine kaufen können, die ja, knapp 4 Meter gehabt hätte. Die wäre aber deutlich teurer gewesen und vom Zustand deutlich schlechter. Und ja, da habe ich mir gedacht, na dann lieber so, ist ein gescheiter. Weil die ist wie gesagt noch fast neu. Aber mal gucken, falls ich da was finde, war da noch was gemacht. Das Einzige, was ich ein wenig komisch finde, die Netze, ich habe es also zusammen gemacht, wie es gehört. Weil die sind ja in der Mitte verbunden. Das eine läuft so rüber, das andere läuft so rüber. Ob das so passt, keine Ahnung, weil es schaut in der Mitte irgendwie komisch aus. Aber, ja, mei. Mal gucken. Auf jeden Fall, ich war die wahrscheinlich am Unternehmer und war am unten das Getraving schlafen. Also wenn es jetzt nicht gerade windig ist wie Sau, weil dann ist nämlich mein Buden mit fort. Das wenn er mal gestappt, wusch, vom Winde verweht, dann ist mein schöner Humus fort, der oben drauf liegt. Das wollen wir natürlich nicht. Von daher war ich gucken, wenn es jetzt noch ein bisschen hieß, vielleicht noch mal gerenkt hat. Und dann, am Ende vom Video, schon lange versprochen und nicht gemacht, ich soll dir mal zeigen, die Victoria, das Mobbettler, das ist er. Ich bringe es jetzt nicht raus, dann müsste ich jetzt da erst mal wieder freischaufeln. Das ist nämlich alles ein wenig gesetzt. Da brauche ich jetzt eine Schaufel, dann müsste ich es freiputzen, dann könnte ich es rausschieben. Sauber ist er noch, ich sage, die habe ich ja erst da reingestellt. Ja, ist schon wieder ein wenig her. Die war gewaschen. Haben wir schön geputzt. Das ist eine Victoria. Ich glaube RM51 heißt das Ding. Ja, oder Preziosa. Die waren eigentlich nicht so lackiert. Das ist einmal später dann drüber gekommen. Die war eigentlich original, wenn mich nicht täuscht. Waren die zweifarbig, die waren
die Teile hinten, denke ich, die waren weiß und der Rest war irgendwie rot oder so. Weiß ich nicht genau, gibt es keine Bilder davor. Das ist ein Moped, Baujahr 1958. Die wollte ich mir vielleicht irgendwann nochmal fertig machen, aber die haben einen Kolbenfresser drauf, da gehört irgendwas drauf gemacht. Und ja, letztes Jahr habe ich den Benzinhorn erst einmal gerichtet. Das ist so ein alter Benzinhorn mit Korkdichtung innen, die war kaputt. Da habe ich mir aus dem Korken was rausgeschnitzt. Ja, nur mal gucken. Vielleicht, wenn ich mal lustig bin, aber mir fällt die Zeit dazu und dann das Fahren. Ah, wann fährst du denn damit? Wenn du das Werkzeug mitnehmen musst, dann fährst du lieber mit dem Auto. Wenn du das Futter holen musst, dann brauchst du auch das Auto oder den Bulldog. Und sonst, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir hätten sogar noch den Fahrzeugschein und das dafür, aber ja, die steht halt da, dass er da steht. Verkauft wird es auch nicht, weil die hat damals der Großvater nagelneu angeschafft. Und der Vater hat sie dann eine Zeit lang gefahren und ja, da steht sie halt jetzt. Aber da steht sie auch gut, da passiert ihr nichts. Und wenn die Garage oder dann einmal weggerissen wird, dann kommt sie in der Krame Garage hinten mit rein, hinter die Bulldog. Das ist auch kein Problem, so ist das geplant. Und dann war die da ihren Platz finden. Damit habe ich dem jetzt auch Genüge getan, bevor es wieder heißt. So, und jetzt haben wir ein Problem. Hat sich das so gesetzt? Meine Güte. Fällt alles zusammen. Ja, ich sogar. War Zeit, dass da oben was gemacht wird. Die Garage, die ist fertig. Ja, aber fällt halt das nötige Kleingeld. Also mit 3.500 Euro haben wir es in etwa veranschlagt. Wird es uns kosten, weil die wird ein wenig breiter, wo die Rinne ist, das wird einkaufen, da kommt ein Rohr rein von oben bis unten. Ja, wird ein wenig aufwendiger, das Dach muss wieder ein wenig höher, beziehungsweise muss weiter ausgegraben werden. Ich weiß nicht, aber mal gucken, irgendwie, irgendwann. Erst einmal hinten angestellt. Vielleicht hätten wir quasi einen Renovierungskredit oder irgend sowas, um das zu machen, aber ne, ihr wisst schon. Das ist auch Geld, der liebe spare ich's, dann hab ich's. Dann weiß ich, dass ich es mir leisten kann, als wenn ich da irgendwie von der Bonga Geld brauche. Naja, so viel Tode dazu. Die steht da innen. Die Garage, wie gesagt, die steht ganz hinten an. Das sind jetzt erst einmal andere Sachen wichtig. KA15 fertig machen und ja, Container fertig machen. Und noch eine Kuh dazu. Das sind so die Dinge. Und dann werden wir mal sehen. Und das kommt dann so auf nächstes Jahr verschoben. Dann schauen wir lieber, dass wir vom Winter bzw. vom Herbst unten den Apfelkeller noch fertig bringen. Dass wir da unten die Äpfel einlochen können. Dann schauen wir, dass wir hinten beim Gasenstall außen haben wir noch eine Drainage einziehen. Das ist noch geplant. Dass das dann auch mal gemacht ist und fertig ist. Und ja, ich denke, da ist die Listen für das Jahr lang genug. Und ich schaue, dass ich das überhaupt einmal erledigt kriege und nicht wieder ewig drüber bin. Das wäre eine Sicht, da kriege ich eine Eiche. Ich weiß nicht. Ja, kommt alles, kommt Zeit, kommt Rad. Ja, Haus ist windig, Haus ist kalt. Ich gehe jetzt rein. Die Hunde lasse ich schon mal auf die Terrassen. Ich muss da ein Video schneiden. Langsam. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Freitag wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht irgendwas Sinnvolles und kein Blödsinn. Bleibt gescheit. Ja, und dann wünsche ich euch was. Servus!